Verbinden wir doch einfach mal etwas, was alle außer mir mögen, mit etwas, das jeder außer mir hasst. Zelda und Mathe. Uns steht eine fantastische Zeit bevor. Pineapple! Also, wir hatten letztens eine Diskussion über ein Bootleg Master Sword, das ich mir auf einer Anime-Convention gekauft habe. Ich war nämlich der Meinung, es sei zu lang für das Master Sword, also haben wir es einfach mal berechnet und noch einiges mehr dazu. Nun gut, dann fangen wir mal mit den Fakten an. Laut Nintendo ist Link aus Ocarina of Time 1,72 Meter groß und Ganondorf 2,30 Meter. Und da Ganondorf immer der gleiche in der Zelda-Timeline ist er damit auch gleich groß. Und so haben wir eine Charaktergröße, die in jedem Spiel gleich ist. Zudem ist Ganon in allen Spielen der gleiche und ebenfalls gleich groß. Und das Merchandise-Master-Schwert, was ich mir gekauft habe, ist etwa 1,20 Meter lang. Und nicht zu vergessen, Ganon und Ganondorf sind ganz verschiedene Personen. Nun ja, eigentlich ist es der gleiche, aber verschiedene Größen, verschiedene Wesen. Zelda-Fans kennen sich aus. Also, wir fangen mit dem Master-Schwert aus Ocarina of Time an. Als erstes messen wir dies in Photoshop und Photoshop sagt uns, es ist 6,24 cm groß. Tschüss, Ende. Spaß beiseite. Wir messen auch noch die Größe von Link. Dies ist bei diesem Bild 0,35 cm. Und da dies dasselbe Bild, beziehungsweise auch damit dasselbe Verhältnis ist, können wir strahlensatzmäßig berechnen, wie groß das Master Sword in Ocarina of Time sein müsste. Yep. Spätestens bei Strahlensatz sollten alle bereits das Video ausgeschalten haben. Fangen wir also am besten gleich mal an. Die gemessene Größe von 9,35 cm durch die gegebene Größe von 172 cm hat hier das gleiche Verhältnis wie die gemessene Größe von 6,24 cm vom Master Sword zu x, was der realen Größe des Master Swords entsprechen würde, weswegen wir es auch einfach gleichsetzen. Diese Gleichung sollte jetzt eigentlich jeder auflösen können. Es kommt dabei 114,79 cm raus. Mit 1,14 Meter ist das Ocarina of Time Schwert zwar schon nahe dran, aber immer noch nicht nah genug. Rechnen wir also als nächstes das Master Sword aus Twilight Princess aus, doch zuvor Ganon aus Ocarina of Time. Das brauchen wir nämlich noch für später. Auch hierfür haben wir wieder ein Bild, wo beide drauf sind. Also in diesem Fall ist Link 10,69 cm groß und Ganon 9,65 cm. Hier kann man wieder die gewohnte Gleichung benutzen. Okay. Es kommt also raus, dass Ganon 3,16 Meter groß ist und damit im wahrsten Sinne des Wortes eine Riesensau. Ich erinnere mich daran, den Witzeschreiber zu feuern. Nun gut, machen wir weiter. Nun kommen wir zu dem Master Sword aus Twilight Princess. Dort gibt es nur das Problem, dass wir Links Größe nicht gegeben haben, aber das ist auch egal, da Ganondorf, wie wir vorhin gelernt haben, immer noch 2,30 Meter ist, wegen der Timeline. Also rechnen wir ganz einfach aus, wie groß Link ist. In diesem Bild ist Ganondorf 13,65 cm groß und Link etwa 7,8 cm. Link aus Twilight Princess ist 17 und ist 1,31 Meter groß. Yay, ein kleinwüchsiger grüner Held mit Strumpfhosen. Mein Respekt war noch nie größer vor ihm. Nun können wir allerdings problemlos auch sein Master Schwert ausrechnen. Dazu die übliche Prozedur. Link ist hier 21,91 cm und sein Schwert 16,51 cm groß. In unserer üblichen Formel eingesetzt würde das folgendes ergeben. Und auch hier ist wieder das Ingame-Schwert mit 99,42 cm zu kurz. Versuchen wir es doch einfach mal beim nächsten Spiel. Wind Waker. Okay, wenn Toon Link jetzt größer ist als der Link aus Twilight Princess, gibt es Haufe für Shigeru Miyamoto-san! Egal, auch hier werden wir anhand des Verhältnisses Ganondorf zu Link ausrechnen, wie groß Link ist. Denn obwohl dieser Ganondorf einfach mal komplett anders aussieht, sollte auch dieser identisch zu den anderen sein. Ist ja derselbe. Timeline und stuff. In diesem Bild ist Ganondorf jedenfalls 20,46 cm groß und Link 7,76 cm. Uns sollte inzwischen klar sein, was kommt. Mathe, herbei! Okay, etwa 87,2 cm. Wenn das so weitergeht, ist der nächste Link ja subatomar. Hier ist er nämlich zwar noch kleinwüchsiger,
Aber okay, das konnte man sich schon denken. Und ich sage mal im Voraus, dass dieses Mal das Masterschwert keine 1,20 Meter sein wird. Wetten werden in den Kommentaren angenommen. 3, 2, 1, Wettbüro geschlossen. Okay, gut, jetzt wird weitergerechnet. In diesem Bild ist Link fast schon stattliche 13,02 cm und das Masterschwert etwa 9,3 cm. Das entspricht nach üblicher Berechnung einer Größe von 62,17 cm. Ist ja schon fast 1,18 Meter, was? Naja, ein Spiel haben wir aber immer noch auf der Liste, nämlich Zelda A Link to the Past. Diesmal gibt es aber nur ein Problem. Weder haben wir Links Größe gegeben, noch kommt Ganondorf in diesem Spiel vor. Aber wir haben ja im Voraus die Größe von Ganon ausgerechnet. Mit dieser könnten wir jetzt errechnen, dass wenn Ganon 3,95 cm groß ist und Link im gleichen Verhältnis 1,87 cm groß ist. Diesmal wurde er sogar wieder etwas größer und nicht subatomar. Das ist etwas. Er ist wenigstens nur noch etwas kleinwüchsig und keine Kommode mehr. Mal sehen, wie lang das Master Sword in diesem Spiel jedoch ist. Hier ist nämlich Link 0,81 und sein Schwert 0,64 cm groß. Die kleinen Zahlen kommen übrigens von der niedrigen Auflösung des Bildes. Das ergibt nach üblicher Formel. Wow, überraschend. Also für euch, wir haben es schon vorberechnet. Ein Bootleg-Merch-Artikel, das ziemlich exakt den Maßen des Originals entspricht. Das ist mal durchdacht. Oder ist es einfach nur Zufall? Naja, egal. Unser Soll ist ab hier sowieso erfüllt. Abonniert uns. Oder so. Moment mal, ist das nicht meine Tafel? Diese Mutter...